Heute sind wir nach längerer Zeit mal wieder mit der Straßenbahn unterwegs und das Ganze diesmal in Belgien und zwar in Antwerpen. Zunächst aber geht es zu Fuß unter der Schelde hindurch, denn hier in Antwerpen gibt es einen Fußgängertunnel unter der Schelde, ähnlich wie zum Beispiel auch in Hamburg unter der Elbe oder auch in Rotterdam unter der Neuen Maas. Da gibt es ja auch solche Fußgängertunnel. Das war mein erstes Ziel des Tages, was ich mir hier in Antwerpen anschauen wollte. Und auf der anderen Seite gibt es dann gleich die erste Straßenbahnhaltestelle. Und zwar ist das gleich ein Teil der Pre-Metro. Das ist quasi die Vorversion einer Metro. Es ist geplant, hier eine U-Bahn anzulegen. Und man hat das quasi erstmal in das Straßenbahnnetz integriert. Das seht ihr hier. Es ist quasi eine U-Bahn-Station, die allerdings von Straßenbahnen bedient wird. Und hier kommt dann auch meine Straßenbahn gleich zum Einsatz, die mich dann in einem weiteren Tunnel wieder zurück unter der Schelde hindurch ins Zentrum von Antwerpen bringen wird. Dabei ist eine Bombardier Flexity 2 zum Einsatz gekommen. Das ist das neueste Fahrzeugmodell. Da war es allerdings wirklich sehr, sehr voll, deswegen machen wir gleich weiter mit der nächsten Bahn und das sind dann im Gegensatz dazu die ältesten Fahrzeuge, das sind die PCC-Wagen. Damit fahre ich jetzt zum MAS, das ist das Museum am Strom auf Deutsch übersetzt und dieses Museum ist architektonisch sehr, sehr interessant. Ich wollte eigentlich auch noch auf das Dach gehen. Hier seht ihr das Gebäude. Da kann man nämlich auch ohne ins Museum zu gehen, oben auf die Dachterrasse gehen. War allerdings leider schon geschlossen, als ich da angekommen bin. Deswegen bin ich dann ein kurzes Stück zu Fuß weitergegangen in Richtung der nächsten Straßenbahnlinie. Und das ist eine der neuesten Straßenbahnlinien hier in Antwerpen. Und zwar führt die zum Hafenhaus. Das werdet ihr gleich noch sehen. Hier ist eine Flexity 2 zum Einsatz gekommen, also das neueste Fahrzeugmodell in Antwerpen. Wir fahren hier jetzt gerade über eine Klappbrücke, also auch das eher etwas, was man sonst nicht so häufig sieht. Hier in Antwerpen gibt es das mit der Straßenbahn über die Klappbrücke. Und hier seht ihr jetzt das Hafenhaus, auch das eben architektonisch sehr, sehr interessant, sehr außergewöhnliches Gebäude. Und hier seht ihr jetzt noch die Ausfahrt meiner Flexity 2. Da seht ihr im Hintergrund einen sogenannten Hermelin. Das ist ein Fahrzeug ebenfalls vom Bombardier gebaut. Bautzen ist übrigens fast komplett baugleich zu den Straßenbahnen in Dresden. Da gibt es auch ein Modell, was fast genauso aussieht und quasi baugleich ist. Ja, hier habe ich mir jetzt nochmal das Hafenhaus etwas aus der Nähe angeschaut. Im Hintergrund seht ihr hier auch wieder eine Klappbrücke. Denn wir sind hier jetzt eben, natürlich wie der Name es schon sagt, mitten im Hafen von Antwerpen. Ja, zurück geht es wieder mit einem PCC-Wagen. Übrigens das ganze Netz hier betrieben von The Line. Die betreiben fast alle Straßenbahnnetze in der Region. Auch ein Teil von The Line ist übrigens die Kusttram, die Küstenstraßenbahn. Das ist die längste Straßenbahn der Welt. Und hier ging es zum Abschluss nochmal mit einem Hermelin
dann wieder zurück bis in die Innenstadt. Und damit endet dieses kurze Video über die Straßenbahn in Antwerpen auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Würde mich, wie immer, über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.